Silent Hill Book of Memories ist eigentlich ein ganz netter Dungeon Crawler. Das Problem ist, dass Silent Hill kein Dungeon Crawler ist. Also ich denke, das, was ich gespielt habe, hat mir gefallen. Es hat mich so ein bisschen an die alten Baldur's Gate Spiele erinnert für die PlayStation 2 oder auch das Fallout, was es für die PlayStation 2 gab. Von daher, es war auf keinen Fall schlecht. Aber Silent Hill-Fans werden sich wahrscheinlich nicht damit abfinden können, dass es eben eigentlich mit dem Grundprinzip von Silent Hill nichts mehr zu tun hat. Also man hat auch nicht wirklich Angst vor den Monstern oder so, weil man kommt wirklich in den Raum. Da hat man dann eben seine Monster, die greifen einen sofort an und so. Es ist nicht mehr wirklich ein Horror da. Es wird entwickelt von WayForward, die eigentlich ganz nette Spiele gemacht haben bisher, die eigentlich auch mit ihren Lizenzumsetzungen immer gut gehandhabt haben und da sehr gute Spiele draus gemacht haben. Und dementsprechend denke ich, dass Silent Hill Book of Memories auch ein gutes Produkt wird, aber Fans werden sich wahrscheinlich dran stören.